In Berlin bin ich verbunden mit Clara Geiwitz, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Mitglied der SPD. Grüße in die Hauptstadt, Frau Geiwitz. Hallo. Frau Geiwitz, sprechen wir erst mal über den Befund aus dem Jahr 2022. Der Koalitionsvertrag, die Ampelkoalition hat sich viel vorgenommen für den Wohnungsbau. Ziel Neubau von 400.000 Wohnungen. Eingekommen sind Sie nach allgemein anerkannten Zahlen mit etwa rund 295.000 neu fertiggestellten Wohnungen. Was wird 2023 besser? Wichtig ist, dass wir natürlich registrieren, was das letzte Jahr war. Es war ein Krisenjahr für den Baubereich. Wir hatten Zinssprung, natürlich auch die Sanktionen haben zu Materialknappheit geführt. Insofern ist das der Befund, dass der Baubereich stabil durch die Krise gekommen ist. Aber wir wollen natürlich mehr. Und deswegen müssen wir zusätzliche Förderanreize setzen. Das machen wir in unterschiedlichen Segmenten. Sozialer Wohnungsbau ist mir persönlich sehr wichtig. Da fließen jetzt Milliarden rein. Aber ich glaube, wir brauchen auch einen zusätzlichen Impuls für den frei finanzierten Wohnungsbau. Können wir gleich noch ein bisschen genauer auch das beides ausführen, was Sie anführen. Ganz generell sagt ja die Branche, Sie sagen, die sind gut durch die Krise gekommen. Deren eigener Befund sieht ein wenig defensiver aus. Die sagen, Bauen ist einfach zu teuer. Und die fragen sich, welche Stellschrauben dreht jetzt die Politik? Das heißt, Sie wären am Zug. An welcher Stelle können Sie drehen? Das sind ganz, ganz viele Schrauben, damit es wirklich spürbar preiswerter wird. Das eine ist Digitalisierung der kompletten Kette. Wir unterstützen mit vielen Millionen die Einführung des digitalen Bauantrages. Wir brauchen aber auch eine Übersicht über die Kostentreiber in den Standards. Das heißt, wir dürfen nicht immer mehr neue DIN-Normen einfach beschließen, sondern wir müssen auch immer klar machen, was dann das an Kostensteigerung mit sich bringt. Und wir setzen auf Standardisierung, industrielle Vorproduktion. Aber das alles braucht seine Zeit, bis es zusammen so wirksam ist, dass es wirklich wieder preiswerter wird. Und in der Zwischenzeit darf natürlich kein Kapazitätsabbau passieren. Deswegen ist mein Vorschlag, dass wir jetzt mit dem Wachstumschancengesetz, was Christian Lindner in die Debatte gebracht hat, auch einen zusätzlichen Anreiz setzen für mehr Bauaktivitäten. Genau, von diesen, da erhofft sich die Branche einiges davon, von diesen steuerlichen oder diesen Investitionsanreizen, die Sie gerade angesprochen haben. Also wenn ich es recht gelesen habe, von einer befristeten degressiven AFA, also einer Absetzung für Abnutzung, ist die Rede. Wie würde sich das aufbauen? Sie haben da, glaube ich, schon konkrete Vorstellungen. Ja, das wäre dann ein Anreizprogramm, in dem man in den ersten Jahren mehr abschreiben kann als bisher und vor allen Dingen am Anfang auch mehr abschreiben kann als bisher, weil sich viele Bauprojekte zurzeit nicht mehr rentieren aufgrund der gestiegenen Kapitalkosten. Und das wäre ein realer Anreiz, dass Menschen ihre Steuerlast mindern können, wenn sie tatsächlich bauen. Und ich habe natürlich auch immer Sorge um Mitnahmeeffekte, die dann ja sich zu Preissteigerungen auch bei Baumaterialien führen können. Das wäre in diesem Bereich ausgeschlossen, weil man natürlich erstmal in Vorleistung geht, baut und dann die Kosten absetzen kann. Ganz generell sind natürlich für Sie als Politik sozusagen dieser Stellschraubenbereich der Eckdaten, die ja relativ trübe sind, also Preise, Lieferketten, Fachkräftemangel, ja relativ begrenzt. Da können Sie nicht viel ran, nicht wahr? Doch, wir setzen gerade auch in diesem Bereich an. Zum Beispiel unterstützen wir die Fachkräftegewinnung durch ein eigenes Programm des Bauministeriums. 500 Millionen geben wir aus für Azubi-Wohnheime, für Studentenwohnheime, weil natürlich die Fachkraft von morgen sich heute die Frage stellt, wo kann ich eigentlich in der Ausbildung wohnen? Dieses Programm wird extrem gut angenommen. Aber viele Maßnahmen, die wir im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum entwickelt haben, die brauchen Zeit, bis sie zusammen dazu führen, dass man wieder schneller und preiswerter in Deutschland bauen kann. Und in der Zwischenzeit brauchen wir auch steuerliche Impulse. Da bin ich sehr überzeugt. Ja, Frau Ministerin, Sie hatten eingangs gesagt, Ihnen liegt der soziale Wohnungsbau besonders am Herzen. Auch das ist im Grunde genommen eine kleine Achillesferse hier in Deutschland. Man stellt immer wieder fest, dass viele Wohnungen sozusagen aus der Zuwidmung auslaufen. Der Mieterbund sagt jetzt und fordert sogar ein richtiges Programm für sozialen Wohnungsbau. Was antworten Sie? Das gibt es. Wir haben den Zeitraum zwei Jahrzehnte viel zu wenig sozialen Wohnungsbau gefördert. Deswegen fallen jetzt so viele alte Sozialwohnungen aus der Bindung. Und wir haben jetzt
ab 2022 ein gigantisches Investitionsprogramm gestartet. Alleine der Bund gibt über 18 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau aus, die Länder ja nochmal zusätzlich. Bloß wichtig ist natürlich, wir verteilen da keinen Feenstaub auf der Baustelle und dann entsteht sofort eine Sozialwohnung. Das heißt, wenn wir 2022 zusätzliche Milliarden in die Pipeline geben in der Förderung, dann wird man das auch erst in der Fertigstellung 23, 24 sehen. Ein Schlusspunkt noch. Ich weiß, das liegt Ihnen auch am Herzen. Sie haben es angesprochen, das digitale Deutschland. Manche haben ja den Eindruck, wir sind noch ein bisschen im analogen Deutschland, aber im Bauen gibt es, glaube ich, seit dem Frühjahr diese neue Option des digitalen Bauantrags. Kurze Einschätzung noch. Wie gut ist das angelaufen? Wir haben Mecklenburg-Vorpommern sehr viele Millionen des Bundes gegeben, damit die das für alle Bundesländer entwickeln. Sehr viele haben sich schon angeschlossen. Und unser Ziel ist, dass wir Ende des Jahres zwei Drittel aller Bauämter in Deutschland digital erreichen können. Das ist natürlich noch nicht das Ende der Geschichte, sondern man muss es nicht nur digital erreichen können, sondern wir arbeiten weiter an dem Programm, sodass auch die Antragsbearbeitung nächstes Jahr digital passieren kann, ganz viel auch schon durch KI vorgeprüft werden kann, sodass insgesamt Bauanträge in Deutschland deutlich schneller beschieden werden, weil jeder Monat, wo man auf seinen Antrag wartet, ist natürlich auch ein Monat Baukostensteigerung. Mhm. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war Clara Geiwitz im Phoenix-Tagesgespräch, SPD-Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Grüße nach Berlin. Sehr gerne.